keiner. Oh, jetzt, da. Mipi. Mipi, süßer Vater Benjamin. Hä? Was? Ich Vater. So sieht ein Daniel aus. Was? Oh. Mutter Hanna. Oh, nee, will ich alles nicht. Nee, ich will was Schönes. Wie sehen die denn aus? So. Ja. Und jetzt? Reset? Wie Reset? Wie komme ich denn wieder zurück? Also. Eltern? Nee, wieso sieht das Gesicht so komisch aus? Wie komme ich hier wieder zurück? Eigenschaften, was ist denn das? Ne, will ich nicht. So, Kosmetik, was ist das? Ach du Scheiße. Haare. Natürlich. Haare. Okay. Wie kriege ich das Gesicht hin? Wie habe ich das denn damals gemacht? Über die Eltern? Nee, ich will keinen da sowas, nee. Nee. Obwohl, Smoker ist entführt worden. Die haben Versuche gemacht mit Smoker. Wo ist mein Kopf? Aua, verbreche ich mal eine Zigarette. Wo ist mein Köpfchen? Scheiße, ey, wo ist denn mein Schädel? Matt, wie geht's dir? J-Ro grüßt dich. Das ist True Life. Mal gucken. Hey, ich weiß nicht, was. Hautfarbe, Vererbung, Verschlecht. Was? Ach, geh schlecht. Hey, das sind alles die Dunklen, die will ich nicht. Wo ist denn Smoker? Wie kriege ich Smoker hin? Kann mir das einer sagen? Auf dem Hals ist dein Schädel. Was? Der Sohn von Smoker. Nee, bin ich nicht mit zufrieden, ne? Ich meine, der hat ja was, ne? Der hat ja große Augen. Oh. Smoker. Was haben die Aliens mit dir gemacht? So sieht relativ normal aus, ne? Warum hat der so große Augen? Kann ich das nicht weg? Was ist denn das? Nasenbrückentiefe? Was ist denn das? Keine Ahnung. Kinnbreite, was? Ne. Vererbung 50%. Oh, okay. Hä? Geh doch runter. So, 50. Okay. Vater.
Der hat so ein, guck mal, was der für ein, so ein komischer Kopf. Und die Augen, so. Guck mich mal an. Nee, hier kommen die Dunkelhäutigen, die Asiaten und sowas. Das will ich nicht. Vater Anthony, Mutter Aubrey. Mal gucken. Guck mich an. Alter, seid ihr irre oder was? Hört mal auf, ich muss konzentrieren. Bist ein toller Mensch. Dankeschön für die Unterhaltung. Was hatte ich jetzt? Vater was? Andrew, ne? Oder? Oder Juan? Ne. Andrew. Ja. Okay. Teach, dankeschön für 5 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön, sehr, sehr lieb von dir. Und Warlock ist im 2. Monat angekommen. Vielen Dank. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön für den Support. Vielen, vielen Dank. Und Blaue Socke hält, haut hier einen Zehner raus. Bist ein toller Mensch. Dankeschön für die Unterhaltung. Ich habe zu danken, dass ihr alle hier seid. Vielen Dank für die Donation. Dankeschön für die 10 Euro. So. Lass mal gucken. Also entweder Anthony vom Gesicht her oder Andrew. Guck mich an. Obwohl er sieht menschlicher aus, ne? Wo haben wir Andrew? Obwohl, ne, sind alle beide, ne? Ich würde sagen Anthony. Ja. Wir nehmen Anthony. Okay, wie kann ich das jetzt nehmen? Der Schallwerker, wie geht's dir? Alles klar? Mariechen, grüß dich. Muss ich jetzt Reset drücken? Ne, dann ist alles weg, ne? Wie Zufall? Nein. Ne. Wie kann... Muss ich jetzt Reset drücken oder was? Auf Reset, Gerrit. Okay. Hä? Grün wird... Warte mal, wo ging das hier? Slash Unmod... So. Hey, jetzt kann ich schon wieder von vorne machen. Anthony. Aubrey. Toll. Was für ein Typ. Komm, gib mir 50%. Der sieht da jetzt ganz anders aus. Warum? Ach, grün, bist du ein Assi. Was ist das jetzt hier? Ach, grün, ey. Jetzt habe ich oben die dunklen. Oh. Anthony. Hautvererbung. Hautfarbe auf 3%. Achso. Okay. Gut. Ja, da ist Schmucke. Ja. So, jetzt Enter. Enter. Ja. Da passiert nichts. Zurück. Erstellen, da. Was ist eine Ansicht? Huh. Was ist das denn? Was ist das? Haare und Farbe. Ich hatte aber auch einen Bart. Einen kleinen Bart hatte ich auch, ne? Oder erstellen. Ich erstelle den jetzt. Ne, geht nicht. Wartet mal.
22. Juli 1971. Vorname: Smoker. Nee, Gerrit. Gerrit. Smoker. Ne. Pray. Jetzt weiß ich nicht, wie das mit dem Reden geht, wa? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe da auf die Maustaste gelegt. Keine Ahnung. Hören mich jetzt. Ja. Ah, da kann ich sehen, ob ich gemutet bin. Okay. Ich kann nicht gehen. Ach so, da muss man raustappen mal und wieder reingehen. Dann kann man gehen, habe ich mir sagen lassen. So. Okay. So. Wo bin ich hier überhaupt? Hallo, warum rennen Sie denn weg? Hallo. Sir, können Sie nicht mit mir reden? Hallo? Hallo. Gerrit! Was machst du denn hier? Hast du doch den Flieger genommen? Wer sind Sie? Ich bin's, der Walter. Ich kenne Sie nicht. Was? Haben Sie auch das grelle Licht gesehen? Die haben mich hier rausgelassen. Wir sind doch... Wir haben... Halleluja. Von dem Turm da oben komme ich. Und noch höher. Oh nur der Gott. Mann im Mond. Smoker, ich war paar Monate jetzt nicht in der Stadt, Mann. Ich bin's, Walter. Wir haben doch früher... Du weißt doch. Erinner dich doch. Wir haben noch die Alien-Turm gehabt und so weiter. Ich kenne sie nicht. Ach du heiliger Bimbam. Ne. So, wo sind wir hier? Habe ich überhaupt Geld? $230, ich hab bekloppt. Die in die weißen Klamotten gesteckt wurden. Meinst du, heißt doch? Reise. Ich habe die Mehrheit an die Quarantänestation. Heilige Scheiße. Deswegen sollten wir uns alle umziehen. Ja, ich habe auch mir die Augenbraue irgendwie komisch geschnitten. Ja, wo ist es sagen? Eine Scheiße. Das sieht ein bisschen seltsam aus, ja? Das ist der Smoker. Ah, guten Tag, hallo. Wissen Sie, wo ich komme hier in die Stadt rein? Nee. Scheiße. Mit dem Fahrrad, ich bin gerade selber gelandet. Also ich war schon mal hier in der Stadt. Da unten können Sie sich ein Fahrrad holen und hochdüsen, denke ich mal. Ah. Ja. Ja. Erst einmal neue Anziehsache hole. Ja, auf jeden Fall. Normal, die Leute denken, wir sind alle weiße Sache. Ja, die denken, wir kommen alle aus dem Klaps oder so. Ja, zum Glück haben die uns nichts noch eine weiße Hut aufgezogen. Würde die schwarzen Leute direkt alle weglaufen. Smoker. Smoker. Smoker? Smoker. Der ist heute, der ist... Ja, der Flug war auch anstrengend, sein, ne? Ja. Mega. Aber sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Ja. Vielleicht saß ich bei Ihnen in der Nähe bei dem Flugzeug. Ist das scheiße. Smoker. Ja, bitteschön. Bist du jetzt anwesend? Ja. Heino! Auf den Heino, der saß mit dem Flugzeug. Sie haben was von Arbeit gesagt. Smoker, du hast keine Erinnerungen mehr, oder was? Du weißt nicht, was passiert. Hallo? Guten Tag, Jan. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Dietrich, mein Name. Okay, dann gehen Sie mal weiter. Entschuldigung, wer sind Sie denn? Ja, ich bin auch hier gekommen. Mein Name ist Hong.
Können Sie mir eine Nummer geben von Ihnen? Meine Nummer? Ah! Ich gebe doch nichts fremde Leute meine Nummer. Bist du doof, warum? Wo haben Sie das Handy her? Das wurde uns im Flugzeug gegeben. Smoker. Echt? Hab auch ist eine Telefon. Oh, ja. Der Endemuskel. Also. Was? Interessant, ja. Haben Sie auch diese schwarze bekommen? Ja, ja. Oh. Ich warte auf den Heino. Wo ist der denn? Werden wir bestimmt noch alle abgehört hier mit dem Telefon. Meinen Sie? Bestimmt. Okay. Pass auf, ich gucke mal nach dem Fahrrad, wo ich komme in die Stadt her. Ja, okay. Ja. Hallo? Chico. Wie geht das denn wieder weg? Alter, ich hab dir noch eine E-Mail geschrieben. Oder fünf verschiedenen Absendern. Hast du die bekommen, Alter? Was hast du jetzt auch in dem Flieger drin, oder was? Follow, grüß dich. Was ist mit deinen Haaren passiert? Wo ist der Heino? Ich war die ganze Zeit auf dem Heino. Der Heino ist mit mir in den Flieger gestiegen. Wir wollten uns hier treffen. Sir, kann ich Ihnen weiterhelfen? Guten Tag, Jan. Hallo. Oh. Oder, boah. Sind Sie auch gerade mit dem Flieger angekommen? Ich bin echt gespannt, ja. Wen ich hier treffe. Kennen Sie sich hier ein bisschen aus? Heino! Walter, immer! Oh, Heino! Wo warst du, Alter? Ich hab so lange am Kofferband gestanden. Was machst du gerade? Wer bist du überhaupt gerade? Ihr seht euch beide irgendwie ich. Bist du das oder bist du das? Ich lass das mal gerade so auf mich rieseln. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen fasziniert. Ich hab so die Sonne genossen. Der Smoker ist auch da, der war auch im Flug, aber der kann sich an nichts mehr erinnern. An nichts. Oh nein. Ja, das Ding, ich war ja bei Familie so, also ich habe auch ein bisschen Abstand gehalten, also. Ja. Aber schön dich zu sehen. Ich wusste jetzt gar nicht, dass wir direkt. Alter, was ist das denn? Boah. Wer bist du denn? Das ist der Jigo. Ich kenne den Jigo von früher, der war mit mir damals auf dem Baum. Jigo ist Gigant. Aha. Oh Gott. Achso. Hallo Jigo. Ah okay, oh, ja, moin Jigo, mein Name ist Heino. Heino Schmachenberger. Hallo Heino. Alles gut bei dir? Ja. Walters Freunde sind auch meine Freunde, ne? Nur weil du Bescheid weißt, aber mach keinen Scheiß. Wie heißt du? Heino Schmachtenberger. Das ist der Heino, wir haben sehr viel zusammen durchgemacht. Der Smoker eigentlich auch, der hat anscheinend so. Und Sie kennen sich? Warte mal, ist das der Smoker? Ja. Smoker? Hallo. Smoker, ich bin's, der Heino. Ich kenne Sie nicht. Wie Sie. Hä? Wo warst denn der du? Der hat keine Ahnung. Wer sind Sie? Ich bin Heino Schmachtenberger, Mann. Heino Schmachtenberger. Mal Heino, ich musste meinen Nachnamen ändern lassen, wegen, du weißt schon, was zuletzt passiert ist alles, ne? Mhm. Nur, dass du es weißt, mein Nachname ist jetzt genauso hell wie dein T-Shirt. Oh, jetzt knackt das aber, warum? Okay. Weiß. Aber das haben die mir eben... Ah, was denn? Jigo, Alter. Jigo. Darf ich vollkommen bescheuert? Walter, deine Stimme kratzt ein bisschen so. Hast du Hustenbonbon? Stimmt, da haben die mir auch eben Support irgendwas gesagt, dann sollen wir irgendwas machen. Besser? Ja, alles super. Und woher kennt ihr euch jetzt eben nur von Schule oder was? Also nein, also du weißt ja, wir hatten ja letztes Mal, als wir hier in LS so, waren. Ich werde das mal. Wunderschönen guten Tag. Alter, wo hast du den denn aufgefangen? Guten Tag, hallo. Nein! Das ist der falsche Weg, Mann. Guck mal, das ist doch viel zu hoch für dich. Ich bin doch nur am gucken. Ja, aber hier fahren nur Autos, hier fahren Busse. Da musst du aufpassen. Dann komm runter von der Straße. Alles okay hier. Hallo. Walle. Oh. Kann man Ihnen helfen, Werter Herr? Nö, alles in Ordnung. Gerade in der Stadt angekommen. Nee, Jung. Nee, ich glaube, das braucht ein paar Tage. Wie sie sich wieder alle kennen, ey, die Vögel. Hey, bist du auch hier? Ja, zufällig gleiche Flugzeug. Smoker, komm mal bitte rüber hier. Ach, nee. Smoker.
Ich war jetzt ja, länger... Ja, bitte. Ich muss... Smoker, hör mal kurz zu. Ich Wer ist denn das da? Ja, lass mich doch erzählen, Smoker. Also, ich war jetzt länger nicht im Start. Ich bin mit Brian damals, haben wir ein Schiff genommen und sind aufgrund der ganzen Problematiken in See gestochen, ja? Ich musste alle Zelte hier abbrechen. Dann habe ich in mein Tagebuch geguckt, was ich früher hatte, oder eher so, wie sagt man, Notizbuch, wo ich Nummer drin hatte, und habe ich Nummer vom Jigo gefunden. Und der Jigo, der kommt aus der übelsten Pampa, Moin. Ja? Die essen da selbst ihre eigenen Achselhaare, wo der herkommt. Ne, so Jigo? Also, wie heißt der denn mit Nachnamen, Jigo? Marok. Okay. Was? Jigo Marok. Also was? Smoker, das ist der Jigo. Jigo. Smoker. So Zettel bekommen, guck mal. Da steht das drauf. Zettel. Alter, wie redet der Giganten? Ja. Jigo Marok? Da. Der Zettel, da steht mein Name drauf. Hey, was redest du? Ich hab hier so einen Zettel bekommen, da steht mein Name drauf. Ja, schön, aber warum kommst du mir da so nah? Frag lieber nicht. Guck doch. Immer weiter, kann das sein, dass du eine neue Nummer hast. Ich hab dich unter der alten nicht mehr erreichen können. Ja, Alter. Ja, lass mal die Nummern austauschen, Jungs. Ja, warte mal, ich hab die auf so einem Zettel stehen. Soll ich dir erstmal meine rüberreichen? Warte mal. Ach, herrlich. Ja. Leck mich am Arsch. Die 682. Ja. 911. Ja. 3. Jetzt kommt der Brein auch dann dazu. Reichst du mir deine Nummer rüber und dann haben wir das weg, weißt du? Klappt? Ja, moin. Mensch. Okay. Ja, Mensch. So, guten Tag. Hallo? Brian? Ich kenn, bekannt ich vor. Ja, ich kenn die alle nicht. Brian? Ja, nee, komm, bekannt vor. Jo, Mann. Schön. Hey, bist du der... Warst du... Alter, ich dachte, du bist... Ach, nee, Kinder. Ich dachte, du bist abgehauen aus dem ganzen Staat, Mann. Nee. Blaue Socke, danke schön. Brian? Dass ich dich jetzt hier sehe, nee, hätte ich auch nicht gedacht, Mann. Sorry. Ja, ja, Mann. Alle... Monat her. Wie ging's dir? Du bist doch zu deiner Tante gedüst oder so. Ja, natürlich. Ja. Boah, lieber nicht. Warte mal, wir tauschen die Nummer aus. Warte mal. Jigo, gib mir mal deine Nummer. Meine Nummer. Willst du die haben? Ja. Gott. Ach, herrlich. Also Nein. Ich habe schon gut gelacht, muss ich echt sagen. Sag einfach. 9, 9, 7. Oh Gott, Alter. Gehen wir mal zum anderen Laden. Und Fahrrad. Toll. Ein Fahrrad. Super. Okay. Das ist aber ein Service. Da kauft man einen Hut und kriegt ein Fahrrad geschenkt. Toll. Super. Die verfluchen mich gleich schon wieder. Ach ja, Gott. Wo muss ich denn hin? Hallo. Hallo. Wer sind Sie? Johnny, und Sie? Gerrit heiß ich. Hallo, Gerrit. Hallo, Sonntag. Ja. Wie geht's Ihnen? Gut, Ihnen? Auch, danke. So. Haben die hier keine Klimaanlage? Weiß ich nicht. Ach, Sie sind das vom Flughafen. Mit dir rede ich nicht mehr, Smoker. Wenn du meinst, du kennst mich nicht, dann mach dein Ding. Wow.
Wow. Ne? Okay. Smoker. Jetzt rede ich mit ihm nicht mehr. Ist das ein Arschloch? Ist das ein Arschloch? Verhauen müssen wir den. Das wird alles noch gefixt. Brian, wie geht's dir? Desserte. Hallo. Hallo. Wer sind Sie? Ich bin der Jaromi und wer sind Sie? Ich heiße Smoker. Smoker? Smoker. Schickes Oberteil. Komm, gib mir meine Hose. Ey, hier auch nicht? Warum? Wo ist denn die Hose? Wie heißen Sie denn? Ich bin der Jaromir. Hallo, Herr Jaro. Waren Sie schon da drüben? Wo ist denn da drüben? Kommen Sie mal mit vor die Türe. Moment, ich hole mir eben. Herr Jaromir. Ja. Haben Sie auch schon Ihr Fahrrad umsonst geholt und das Kleingeld? Nee. Wusste ich gar nicht, was es Fahrräder umsonst gibt. Und $1,000. Okay, wo gibt's denn das? Kommen Sie mal her. Tut mir leid. Oh mein Gott. Entschuldigung, es tut mir leid. Oh Gott. Wie? Och nee. Was ist denn das für ein... War etwas schnell unterwegs, tut mir leid. Oh. Oh je, Mini. Das ist eine gefährliche Stadt hier. Sind Sie verletzt? Ich glaube, es geht. Dann stehen Sie mal Knie auf. Knie tut ein ganz klein bisschen weh. Zeig ich Ihnen, wo Sie das Fahrrad umsonst kriegen und die $1,000. Ah, Mediziner muss nicht sein. Das hat nur... Sind Sie sicher? Ich habe Sie, glaube ich, schon voll erwischt. Oh, wie redet die denn? Ja, ich glaube, es geht. Moment. Oh. Komm mal mit Boromir. Ist er mit der Zippe am Reden? Oh, was von Ihnen? Oh. Komm mal mit. Guck mal. Siehst du da oben dieses Weinview-Schild? Das da hinten? Ja. Ja. Da in dem Gebäude, da musst du unten reingehen. Da ist dann so eine Frau, steht da, die sprichst du an und von der bekommst du $1,000. Das geht aber nur heute.
Ich war da gerade schon, da ist viel los. Ja, okay, dann werde ich da vielleicht nachher mal hinlaufen. Nicht vielleicht, du kriegst doch auch ein Fahrrad. Pass na, auf, guck, geh mal schnell ich hin, ich warte hier. Ja, ich wollte mir noch eben schnell eine neue Jacke holen. Hier im Geschäft? Ja. Dann kauf die schnell und ich warte. Und dann gehe ich da mal, dann gehe ich da mal. Da mal hoch, da war ich nämlich schon. Boromir. Ich beeil mich. Okay. Das ist alles ein bisschen ungewohnt gerade, wa? Auch mit dem Muten, das ist ja In-Game-Voice irgendwie was, ne? Habe ich mir sagen lassen. Das ist alles ein bisschen ungewohnt jetzt hier. Muss man erstmal reinfuchsen wieder. So. Ich denke mal auch, das wird auch für den Support Polizei hier und also die Ärzte und Schwestern und die Rettungssanitäter auch Chaos die erste Zeit jetzt sein, die ersten paar Tage. Weil hier alles drunter und drüber gehen wird. So, ich hab Durst, ich muss mal trinken. Ne? Ach nee, Kinders. Wer ist denn das? Hallo. Hallo, guten Abend. Na. Alles gut bei dir? Ja, danke schön. Ja, freut mich. Sag mal, brauchst du keine Schuhe? Nee, ich nehme die Bodenenergie auf. Ach so, okay. Das ist ja außergewöhnlich. Ich fühle die Wärme vom Boden. Ja, die ist ganz schön warm, ne? Wie heißt du? Espen, und du? Wie Wespen? Espen. Espen. Okay. Espen. Ja, wie heißt du denn? Schmoker. Schmoker? Mit SCH? Ne, mit S. Okay. Ja, freut mich, dich kennenzulernen. Wie heißt du denn mit Namen? Kolder. Espen Kolder. Was ist denn der Vor- und Nachname? Also mein Vorname ist Espen und mein Nachname ist Kolder. Okay, Espen. Hör mal, hast du schon einen Freund? Nee, hab ich nicht. Bist du schon verheiratet? Auch nicht. Das trifft sich gut, ich auch nicht. Ach was, okay. Ist ja schade. Hör mal, wie alt bist du? Ich bin 26 und du? 46. 20 Jahre älter? Das ist kein Problem für mich, Espen. Okay, ist Smoker dein Nachname oder dein Vorname? Ich heiße Gerrit. Okay. Dich bitte nimm's mir nicht übel, dass ich vielleicht ein bisschen stotter oder zurückhaltend bin, aber ich hatte in meiner letzten Beziehung viel Ärger. Okay, also ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ist echt alles okay bei dir? Wie meinst du das? Ja, also wenn du mir das jetzt schon hier so sagst, dass du da irgendwie ein bisschen zurückhaltend bist, nicht, dass irgendwas los ist. Wie? Ja, also ich meine halt, ob wirklich alles in Ordnung bei dir ist. Ob die wirklich 18 ist? Ja, alles gut, danke schön. Okay, gut. Ob die 18 ist, ich weiß es nicht, wa? Keine Ahnung. Ob die 18 ist.
Vor allem, die wollte ja, ja sagen, ich sag, wie alt bist du, ne? 26. Was hast du gesagt? Ob du gerade erst angekommen bist? Wohin? Ich komme gerade aus dem Geschäft. Also ich meine hier in der Stadt. Ja, hier bin ich in der Stadt. Warum? Ich meine, wann du hier angekommen bist, wie lange du hier schon lebst. Wo? Na, hier in Los Santos. Ja, auch. Da war ein Lichtstrahl, da bin ich durchgegangen und dann haben die mich wieder geholt, Espen. Wer hat dich geholt? Die Außerirdischen, die Aliens da oben. Die untersuchen mich regelmäßig. Die schieben Sachen in mich rein, Espen. Die gucken in meinen Körper. Bist du jetzt hier der Auserwählte irgendwie? Nee, ich bin nur eine Testperson. Ich bin... Abend. Hallo. Ja, bin nur eine Testperson. Okay, das ist ja dann nicht so schön. Hör mal. Oder hast du da auch was von... Ja, manchmal. Hör mal, es bin wir... alt warst du? 26. Du siehst aber jünger aus. Findest du? Ja, um einiges. Aber ich finde, du siehst jetzt auch nicht so alt aus. Da magst du wohl recht haben. Gut, ich will dich aber nicht aufhalten. Hör mal, kann ich deine Telefonnummer haben? Ich habe mir die irgendwo aufgeschrieben gehabt. Ich muss mal eben nachschauen. In meinem Portemonnaie, ja? Warte mal eben. Ja. Hast du dein Handy bereit? Mein was? Dein Telefon? Ja. Meine Nummer ist dann die 1344138. Moment nochmal. 1344138. Espen. Kann ich dich mal anrufen? Ja, mach mal. Hä? Moment. So? Nee. Hä? Espen? Was? Hallo? Hallo, Espen! Okay, perfekt, dann funktioniert bist ja du alles. Das? Ja, ich bin's. Okay. Okay, das funktioniert. Das Telefon funktioniert. Wie legt man denn auf? Was war denn das? Oh Gott, da muss ich mir aber noch reinfuchsen in alles, wa? Warte mal, wie geht das weg? So. Willst du mir deine Nummer auch geben? Ja, okay. Wo finde ich meine Nummer? Wo steht die in meinem Handy? Du musst mal gucken. Die haben mir meine Nummer unter meinen Dokumenten zugesteckt. Im Geldbeutel. Was? Moment. Hä? Oh, okay. 55 67 104 55 67 104. Hast du? Ja, ich versuche auch mal jemanden zu rufen. Okay.
Okay. Ich muss irgendwas, eine andere Taste auch fürs. Wie gehe ich denn an? Wo kann ich da drücken? Am Handy. Da muss man mit deinem Daumen auf diese, auf diesen grünen Button klicken. Ah, na hallo? Hallo? Ja, geht. Okay, alles klar. Wow. Ne. Das ist ja ganz schön kompliziert, das neue Handy hier. Ja. Okay, danke schön, Espen. Vielen Dank. Ja, gerne. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder, ne? Ja. Tschö. Ciao, hab noch einen schönen Abend. Du auch. Dankeschön. Ey, hier bewegen sich ja auch die Lippen, wenn man redet. Der Mund bewegt sich ja. Ist das ja gerade... Pass mal auf. Warte mal. Das sehe ich ja gerade erst. Hallo, mein Name ist Schmoka und mir geht's sehr gut. Ma. Ma. Der macht nicht so, der müsste noch dir so, dann wenn ich Ma mache, den Mund so aufreißen oder sowas. Alter, wie geil ist das denn? Funktioniert. Ne. Polizei gibt's auf jeden Fall, da robbt einer rum. Dann nein, ich weiß, wer es ist. Nein. Nein. Ich glaube es zumindest. Entschuldigung. Ich wusste es. Hallo. Wo kriegt man denn so einen Hut her? Den kriegen Sie im Geschäft. Im Geschäft. Ist so aus Papier oder nicht? Der ist aus Filz. Aus Filz. Hören Sie, haben Sie vielleicht Kartoffeln im Angebot? Warum sollte ich Kartoffeln im Angebot haben? Sind Sie kein Bauer? Nee. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Ach so. Könnten Sie mir vielleicht weiterhelfen? Das kommt drauf an. Wo kriege ich hier das her? Weiterhin. Führerschein. Da. Hallo. Wo da oben? Warum warst du plötzlich weg? Wer sind Sie? Immer noch Heino. Ich kann Heino. Nicht. Lass, der hat, irgendwas haben die mit dem gemacht im Flugzeug. Heino. Schmachtenberger. Heino. Alles klar, komm weiter. Hi. Schönen guten Tag zusammen. Hallo. Wir kennen den Herrn oder was? Ja, eigentlich schon, aber er kennt uns irgendwie nicht. Wir saßen im gleichen Flugzeug. Und wir das sind Typen, Alter. Och, was ist denn da los? Was ist denn hier los? Haben sie da eine Dose Männchen aufgemacht oder was? Zigarette schon wieder aus. Scheiße. So. Chief? Chief? Ja, bitte. Da hinten sitzen einander. Wusste nicht, dass Sie der Chief sind. Schönen guten Abend. Hallo. Da hinten Hallo. Sitzen dann noch zwei Herren, die wegen dem Bewerbungsgespräch hier sind. Alles klar, kläre ich gehabt. Gut. Und wie das kann ich Ihnen weiterhelfen, junger Mann? Voran! Ho! Schnell, nee, die Zippe. Nee, ich bin hier wegen dem Papier. Wegen was für ein Papier? Erbschein oder Heiratsurkunde oder was brauchen Sie? Wegen dem Führer.
Führer? Ne, den Führer kriegen sie ja nicht. Dem Führerschein. Ach, dem Führerschein. Ja, den können sie ja erhalten. Denken Sie, dass Sie in der Lage sind, ein Fahrzeug zu führen? Klar. Hatten Sie schon mal einen Führerschein? Ich habe in der dritten Klasse Fahrradführerschein gemacht. Gut. Wie haben Sie da abgeschnitten? Ich habe kein Fähnchen bekommen. Okay. Gut. Wie sind Sie dann Fahrrad gefahren ohne Fahrradführerschein? Einfach treten. Ja, ist ja erstmal eine positive Grundvoraussetzung, von A zu B zu kommen. Da bin ich also bei Ihnen. Gut, ich besorge Ihnen mal jemanden, der Ihnen einen Führerschein ausstellt. Kleinen Moment mal bitte. Ja. Kannst du mal gucken, wer ist denn jetzt momentan alles draußen in Streife? In Streife sind die 87 und die 10 zusammen und die 18 und 21. Korrekt. Dann und möchte ich die 80 alleine. Niwak. Was? Wer ist denn die 80? Niwak. Dankeschön Alex für 5 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Holen Sie den bitte rein. Dankeschön. Alles sehr, sehr lieb von dir. Danke. Gut. Wenn ich Sie bitten dürfte, dort mal ganz kurz Platz zu nehmen. Wir werden uns umgehend um Ihr Anliegen kümmern. Was? Ich sagte, können Sie mal bitte ganz kurz Platz nehmen? Wir werden uns umgehend um Ihr Anliegen kümmern. Kümmern. Ja, Sie wollen einen Führerschein haben. Wer? Ja, Sie. Was? Ja, richtig. Da war was, gell? Let's Führerschein. Check. Genau. Ja. So, jetzt nehmen Sie da drüben bitte mal Platz. Da vorne können Sie sich noch einen Kaffee ziehen und dann kommt jemand und wird Ihnen eventuell einen Führerschein ausstellen. Oder okay. Auch nicht. Ja, das ist lieb von Ihnen. Kleinen Moment bitte. Alkohol im Straßenverkehr. Auf jeden Fall. Ja, ne, bin ich auch für. Okay. Drogeneinfluss. Wenn man vorher Alkohol getrunken hat. Ja. Was? Das Alkohol sieht so komisch jetzt aus, dass der Mund sich bewegt, ne? Klar. Beleuchtung hatten wir noch nicht. Was ist denn mit der Beleuchtung? Guck mal, das sieht so geil aus. Ist, oder man durch einen Tunnel fährt. Sollte man die Lichter machen. Sag mal. Bei schlechtem Wetter, würde ich auch noch sagen, oder? Ja, stimmt. Schön. Wo darf man denn das Fernlicht nicht benutzen? In der Stadt. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ja. Bestanden. Ja. Danke, also mach's gut. Was? Alles, haben wir alles durch oder fällt dir noch was ein? Was passiert denn, wenn man falsch parkt? Da kriegt man einen Parkzettel. Ein Parkzettel. Wahrscheinlich abgeschleppt, nehme ich an. Ja, genau. Da kommt wie viel Zeit und ein Parkzettel. Da müssen Sie erstmal warten. Und? Genau. Wie so ein Farmer, ne? Ja, das habe ich schon nach Kartoffeln gefragt. Hallo? Ja, denke ich mal, wird dann abgeschleppt wahrscheinlich das. So, gucken Sie mich an. Mhm. Ich mache jetzt ein Foto von Ihnen. Warten Sie kurz. Gucken Sie mich an und lächeln Sie bitte. So, okay. Das macht 50 ja, Dollar erst. Das macht erstmal 50 Dollar und dann kriegen Sie einen Führerschein. Aber der Führerschein meinte, wurde gesagt, kostet 200 Dollar? Nee, ist heute aufgrund des starken Andrangs runtergesetzt. Okay, 50 Dollar meinen Sie, ja? 50. Okay, ich habe den Führerschein wirklich, ja? Also, ich habe jetzt gerade ein Foto gemacht. Müssen Sie nicht irgendwie noch meinen Namen eintragen oder so? Erst Geld und dann wird alles eingetragen. Das kommt mir aber nicht gerade seriös vor. Sie haben mich gefragt. Okay, stimmt schon, ja. Naja, was ist für 50 Dollar? So. Ich habe hier noch zwei Dollar übrig. Soll ich in die Arme zu packen, oder? Nee, das wäre Bestechung. Okay, tut mir leid. Wollte ich nicht.
Okay, so, 50 Dollar, bitteschön. Okay, jetzt warten Sie da hinten, da sehen Sie die Pflanze. Da bitte hingehen zu dem Kollegen und da wird Ihnen dann weitergeholfen. Da kriegen Sie dann das Dokument. Jo. Und das Foto soll ich mitnehmen? Oder das können Sie mitnehmen, bitte. Brauche ich nicht zu gehen. Hier. Dankeschön. Gut, dann vielen Dank dafür. Ne? Ja. Man sieht sich vielleicht, ne? Bis dann. Ciao, ciao. Ja, okay. Entschuldigung. Hallo, der Herr. Schönen guten Abend. Geht's Ihnen gut? Sie sehen ein bisschen verwirrt aus. Wie meinen Sie das? Kann man nicht Sie stehen hier so einsam und traurig. Sie haben so einen traurigen Gesichtsausdruck. Ja, hab ich nicht. Ich gucke. Ach so. Also, haben Sie keine Schuhe? Ich nehme die Erdwärme auf. Oh, so, die Erdwärme, ja. Haben Sie so spirituelle, Dingens? Also, sind Sie spirituell... Spirituelle Veranlagung, weißt ja. du bestimmt. Genau, richtig. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ja. Ach so, ja. Wie ist eigentlich dein Name? Ich glaube, Frage. Ich? Ja, du. Ja. Du hier, vor mir. Hugo. Hugo? Hugo. Ah ja, freut mich, Hugo. Ich bin Michael. Hallo. Und ich bin der Steve. Hallo, Steve. Hi, Hugo. Und? Ich weiter, muss... Hugo? Hast du noch einen Nachnamen? Ich muss mal weiter. Ach so, ja. Ja, kein Ding, du, ne? Dann nicht, noch einen schönen Tag, wünsche ich. Tschö. Ja, tschö. Ja, Mann, was bist du für Typ? Hallo. Aber. Hi, was geht? Interessanter Kleidungsstil, Mann. Ja, ich muss mal weiter. Chill. Schicker Hut. Ja. Das sind mir zu viele Leute hier gerade, wa? Viel zu viele Leute. Was ist denn das? Wer ist denn das hier? Stand er schon immer hier? Wer ist denn das? Garage überführen? Hallo? Oh. Kann man Ihnen helfen? Wo sind Sie? Hier? Vor Ihnen? Naja, okay, klar. Oh, Sotolo! Oh. Alter, was geht denn hier ab? Jo, Mann. Na. Alter, was ist denn das hier? Das siehst du tote Menschen, die sind gar nicht da. Blöd. Oh, nee, Smoker. Alter, mach das nicht an der Straße. Dann kommt nachher noch einer und sagt, hey, $20. Oh nee, wie kann man das abbrechen? Ich will das nicht mehr machen. Wie geht das weg? Hör auf! Wie hör ich damit auf? Animation, so. Oh, Alter. Inventar. Lass mal alles gucken. Okay, wir haben ja nichts drin. Wir müssen Essen, Trinken, kaufen gehen. Ganz, ganz wichtig. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Wissen Sie, wo man hier vernünftig arbeiten kann, so außer dieses Fenster putzen und Dixie-Klos reinigen?
Ich bin neu hier. Okay. Hast du das Fahrrad hast du schon, ne? Ja, das habe ich am Flughafen, habe ich das gekauft. Hast du die 1000 Dollar schon geholt? Ich habe keine 1000. Wo kriege ich denn 1000 Dollar her? Okay, komm mal her. Siehst du da vorne, wo der Mann läuft? Ja. Da hinter die Straße rechts rein, da ist so eine kleine, kleines Gebäude. Da steht so ein Wachmann, da gehst du hin, sprichst ihn an und der gibt dir 1000 Dollar, aber das gilt nur heute, bis die Sonne aufgeht. Würde ich direkt mal hinfahren. Ich komme auch gerade von da. Also unter der Brücke durch? Unter der Brücke durch und dann rechts. Und da ist, wo genau? Direkt rechts, da ist so ein Gebäude mit Parkplatz. Ja, dann fahre ich mal da hinten Beeil dich. Ja, danke schön. Kein Problem. Ich bin der Hans Wilhelm. Und Sie? Ja, hallo. Wer? Ich? Ich? Hallo? Ja. Schmoker. Freut mich. Beeil dich, bevor die Sonne aufgeht. Ja, danke schön. Tschüss. So. Schlaf gut. Ach so, und denk dran. Unten ist Facebook und Twitter. Einfach folgen, ne? Dann kriegst du immer alles mitgeteilt. Wann, wie, wo, was losgeht. So, warum geht das denn wieder weg, wenn ich das gedrückt habe? Kaufen. Was gibt's hier alles? Cheeseburger. Keine Ahnung. Ist das gleich wie Hotdog? Oder? Nee, Hotdog. Erstmal Cheeseburger. Hä? Also, drei Cheeseburger für 12 Dollar, okay. Und dann muss ich den wieder anklicken, kaufen. Sandwich, E-Cola, Sprung, Wasser, Bier, Whisky, Pflaster. Alter, 15 Dollar eine Zigarette? Vier Zigaretten gekauft. Das war ein teurer Spaß. Kaufen, Wasser, Cola. Kauf ich mal drei. Okay, so. Und jetzt müsste ich das ja im Inventar haben. Cheeseburger. Ach, der ist ja nicht richtig ein Cheeseburger, oder? Okay. Ist das jetzt auch hochgegangen beim Essen? Habe ich nicht drauf geachtet, wa? Trinken. Dose Cola. Guck, ob das hochgeht. Der macht sogar den Mund dabei auf. Nee, ist aber nicht hochgegangen, ne? Oder bin ich jetzt weg in der Birne? Jetzt. Ah, geht was später hoch, okay. Okay, cool. Ah, hallo. Hallo. Entschuldigung, können Sie mir weiterhelfen? Bei was ich helfen soll? Was? Bei was ich helfen soll denn dir? Haben Sie vielleicht was zu essen für mich, eine Kleinigkeit? Ich selber nicht so viel haben, aber Sie wissen, dass Sie können finden Pfand in Müll. Was kann ich? Ja, Pfand finden und dann kaufen Essen. Oder? Wie Müll? Ja, gucken, kommen her. Hä? Oh, hier ist leer. Kommen mit. Wie kommen mit? Die fassen mich aber nicht an, ne? Nein, sag ich nicht, dich anfassen. Gucken. Suchen, hier beim Müll. Ich guck doch nicht hier im Müll. Gucken, hier. Oh, ich glaube, wir finden eine... ich habe eine Pfandflasche gefunden. Was? Gefunden, eine Pfandflasche. Im Müll. Ja, einfach Moment. Suchen müssen. Nein, ich will auch mal gucken. Ja, einfach bücken und gucken, ob wir finden. Nicht bücken? Ne? Ja, nicht vielleicht schon da sein, ich weiß nicht. Ja. Nein. Ich glaube, hier ist nichts drin. Vielleicht wir müssen gehen einen anderen Weg, vielleicht hier schon weggeräumt. Wie muss ich da den Deckel hochmachen oder was? Sie müssen finden den E-Ingang.
Wenn volle Mülltonnen sein. Also. Den E-Eingang. Ich habe einfach eine Flasche. Ja, und jetzt gehe ich einen Job und ich habe gehört, man kann abgeben dort. Moment, warten Sie hier. Alter, wie geil ist das denn? Kann man hier im Müll rumfummeln? Alter, was ist das denn? Ah, hallo, wo kann ich hier abgeben? Verkaufen. $1, ich werde bekloppt. Du hast $1? Hier kann man Flaschen sammeln? Alter, was ist das denn? Hier geht das nicht. Und hier? Geht es an jeder Mülltonne? Hier auch nicht. Und hier? E muss ich ja drücken, ne? Hier geht das auch nicht. Wo ist der Typ hin? Ich drücke E, da passiert aber nichts. Haben abgegeben, Flasche, bei Kiosk. Ja, habe ich $1 für bekommen. Aber man findet nicht in jeder Mülltonne was, ne? Manche Mülltonnen seien, glaube ich, leer geräumt und manche vielleicht nicht finden. Kann man so hier Flaschen gucken? Ich glaube, ich habe schon genommen von no. Ich habe eine Flasche gefunden, haben sie nicht gut geguckt. War vielleicht ganz unten noch eine Flasche. Ich nicht so tief gehe in den Müll. Weil na, bei meiner Ex-Frau bin ich immer... Ja. Okay, ich gehe mal weiter gucken. Bei Ex-Frau, was habe ich ganz unten geguckt? Nee, ich hatte keine Sex mit Frauen. Ich kenne keine Frauen. Was erzählen Sie hier? Ich kenne keine Frau. Sie haben gesagt, Sie haben bei Ex-Frau ganz unten... Ich... Oh mein Gott. Ne, Schmoker. Schmoker heiße ich. Schmoker. Ja. Also geben mir eine Zigarette, wenn Sie sein Schmoker. Ich habe keine Zigarette. Ich bin nicht Raucher. Aber warum heißen Schmoker? Mein Papa, der hat immer geschmokt. Keine Ahnung. Und deshalb sind Sie in der Klinik Gentermann. Hallo? Wenn Sie wollen schlafen, vielleicht ich einfach machen mit. Kann Ihnen anbieten, Müllplatz hinten. Wird er hier sein? Was? Ich habe keinen guten Platz da hinten zum Schlafen. Ich will nicht schlafen. Ich gehe Flaschen gucken. Dankeschön, schönen Tag noch. Schönen Tag, mache gut. Und aber nicht in mein Revier gucken, bitte. Kann man sie mitnehmen? Was? Hallo. Wollen Sie mitfahren? Wohin? Wohin denn? Weiß ich nicht, wo Sie hin müssen. Ich muss zur Polizei. Ich auch. Ja, dann steigen Sie ein. Sind Sie Taxi? Nee, ich bin Rettungsdienst. Und Sie nehmen einfach die Leute mit? Ja, Sie sehen nicht, also Sie das sehen ist doch, das aus, ist doch, würden Sie Hilfe benötigen. Sie sind nicht mehr der Jüngste, wie es aussieht. Das ist doch, ich komme nicht auf den Namen, wa? Wie heißt er? Ich komme nicht auf den Namen.
Wie heißen Sie eigentlich der? Schmoker. Schmoker, aha. Ja. Und Sie? Hopfner. Oh! Huh! Entschuldigung! Oh! Oh, Gerrit, was hast du gemacht? Wie kann ich denn... Was denn jetzt? Ich wollte das nicht. Was habe ich denn gemacht? Ja, hallo, Herr Schmoker. Hallo. Rrr. Rrr. Hallo. Oh Gott, ey, ich hatte schon Panik. R-Taste, okay. Oh, ich dachte, ich wäre schon tot. Ich dachte, ich wäre schon tot. Oh. Alter, wie sieht der denn aus? Hallo. Guten Tag, der Herr. Was kann ich für Sie tun? Ich komme wegen Führerschein. Einen Moment, wenn Sie ganz kurz warten, ich bekomme gerade ein Telefon herein. So, Sie möchten einen Führerschein machen? Ich möchte einen Führerschein haben. Ja. Haben Sie sich denn schon mal die StVO durchgelesen? Ja. Das sollten Sie sich aber vorher mal machen. Habe ich doch gemacht. Ach so. Dann wenden Sie sich bitte an einen Kollegen da drüben. Okay, danke schön. Ja, danke auch. Genau. So, ich denke mal, Sie haben sowieso noch zu tun im Einsatz. Deswegen würde ich immer gerne die 200 Dollar haben. Danke. Sir? Hä? Mit dem spitzen Hut? Ja. Können die mit ihm mal sprechen, bitte? Moment, ich drück hier. Schönen Abend noch. Da kommt kein Geld raus. Da kommt ja auch dann Kaffee raus, Sir. Ist das kein Gewinnautomat? Negativ, Sir. Herr Schmoker, ich würde Ihnen empfehlen, Schuhe anzuziehen, das wird sonst kalt. Nö, dann krieg ich keine Erdwärme. Was für ein Ding? Erdwärme, Energie vom Boden. Der macht mich jetzt schon fertig, Digga. Stonework, ne? Herr Smoker, war das richtig? Ne, Hugo. Herr Hugo. Hm. Jetzt habe ich wegen Ihnen keine Spiele bekommen. Na, komm mal mit. Positiv, mir gerade eine Befragung, komm. Was für eine Befragung? Da steht zumindest jemand, komm. Foxjumper, danke schön für 20 Monate. Vielen, vielen Dank. Sie, für den sind Sie Resub. Der Herr, der Dankeschön. 50 vielen, vielen Dank. Dollar für und Alter. Foto machen wollte, für ein Passfoto? Alter. Randler, danke schön für 99. Ja? Ne, wart. Dankeschön für. Der geht ein Gerücht rum, dass ein Herr mit einer bunten Kleidung und einem spitzen Hut irgendwie versucht hat, jemandem 50 Dollar aus der Tasche zu... Vielen, vielen Dank dafür. Den. Dankeschön. Unglaublich. Danke. Haut mal lieber raus. Passfoto. Wovon reden Sie? Das frage ich ja Sie. Ich wollte Sie eigentlich auch nicht bedrängen oder in irgendeiner Form. Ich wollte einfach nur eine ganz normale Frage stellen. Ich kenne Sie nicht. Ich bin ja hier Polizist, da brauchen Sie keine Angst haben. Ich bin der Herr Weber. Sie dürfen ja nicht rauchen. Gehen Sie mal bitte raus. Gucken Sie mal hinter sich. Okay. Das ist ein Schild. Ey, danke schön. Vielen, vielen Dank für... Das sind 200 Mark, wa? Danke schön. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr großzügig von dir. Sie sehen so aus, als bräuchten Sie Hilfe. Waren Sie schon im Krankenhaus? Nö, ich brauche keine Hilfe. Ich brauche einen Führerschein. Führerschein. Haben Sie schon mal einen Führerschein gehabt? Ja, vom Fahrrad.
Fahrrad und Führerschein, haben Sie den in der Grundschule gemacht damals, oder wie? Richtig, aber kein Fähnchen bekommen. Kein Fähnchen bekommen, nee. Das ist ja fürchterlich. Ja, wenn Sie wollen, können Sie mir eine Prüfung ablegen. Okay. Gut. Wie viel muss ich Ihnen bezahlen? Jetzt $200. Was? Ja. Ist das ein Problem? Was? Ist das ein Problem, Sir? Ja. Haben Sie denn jetzt? Was denn? Kann ich, soll ich Ihnen heißen Kaffee mal bringen? Nee. Remo, nee? Nee. Okay. Können Sie sich das nicht leisten, Herr Florschein? So viel Geld habe ich nicht. Ich habe heute schon Flaschen gesucht, ganz viele. In den Containern. Aber da war der komische russische Mann und der hat mich immer weggejagt. Komischer russischer Mann? Ich schreibe mir das mal eben auf, Sir. Ja. Der russische Mann, der hat sie weggejagt, wo sie Pfandflaschen sammeln waren? Ja. Das ist ja nicht zu fassen, boah, da werde ich wütend bei sowas. Wie sah der denn aus? Russisch. Russisch. Sir, wie sieht denn ein russischer Mitbürger aus? Der war dunkelhäutig. Okay. Und hatte so Kollelocken, schwarze, ganz viele. Okay, dann ist das so vermerkt, darum werde ich mich kümmern. Herr Smoker, wir machen denn die, was halten Sie davon? Die sehen ja gar richtig traurig aus, ich habe ein bisschen Mitleid mit Ihnen. Ich werde Sie Ihnen jetzt Fragen stellen, wenn Sie davon alle richtig beantworten, kriegen Sie einen Führerschein von mir geschenkt. Okay. Okay, wie schnell darf man in der Stadt fahren, Herr Smoker? Mit dem Fahrrad? Nee, mit dem Auto. Ich habe ja noch gar keinen Führerschein, woher soll ich das denn wissen? Ja, Sie müssen ja die Fragen richtig beantworten, bevor Sie einen Führerschein kriegen. Wie also jetzt in der Fußgängerzone? In der nee, ganz normal hier zum Beispiel vor dem PD. Ja, wie schnell darf man denn da fahren? Wie heißen Sie überhaupt? Weber ist mein Name. Ich bin Detective 4. Ja, wie schnell darf man da fahren? Das ist ja, müssen Sie mir ja sagen, Herr Smoker. Ja. Leider falsch, Herr Smoker. Oh, Verbindung war schnell. Was denn für eine Verbindung? 80. Nah dran. Herr Smoker, was machen Sie da? 60. Was ist denn da? Wie weit ist da? 60? Nee, 60 ist auf. Was machen Sie mit Ihren Fingern? Wo, was? Ich rede mit meinen Freunden. Die geben mir Hinweise. Welche Freunde? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Ach so. Okay. Wie schnell darf man denn hier fahren? Nehmen wir mal an, ich würde mit dem Fahrrad in die Heimatstraße reinfahren, richtig rum, ne? Und mir käme Auto mit überhöhter Geschwindigkeit in der Stadt entgegen. Wie viel wäre denn überhöhte Geschwindigkeit? Jetzt wollen Sie mich aber auf den Zahn fühlen hier, ne? Na, wissen Sie das? Natürlich weiß ich das, wissen Sie das? Ich frage ja Sie, was wäre überhöhte Geschwindigkeit innerhalb der Stadt? Alles, was über eine bestimmte Zahl ist, Sir. Ja, aber welche? Das sage ich Ihnen nicht. Na, sehen Sie, wissen Sie auch nicht. Ne, haben Sie recht. Na, sehen Sie. Okay, die Frage war schon in Ordnung. Die nächste Frage. Gut, wie schnell dürfen Sie denn auf dem Highway fahren? Auf der Autobahn? So schnell, wie es erlaubt ist. Wie viel ist da erlaubt? Ja, kommt drauf an. Kommt drauf an. Okay, dürfen Sie denn mit dem Fahrrad auf dem Highway fahren? Ne, darf ich nicht. Warum? Weil ich das nicht will. Okay, das ist legitim, völlig in Ordnung, Herr Smoker. So, wissen Sie was? Wir machen das so, Herr Smoker. Sie lassen sich... Ja, reden Sie ruhig weiter. Ich konzentriere mich. Ja, Sie lassen sich durchchecken, ob Sie fähig dafür sind, einen Führerschein zu benutzen. Dann sprechen wir nochmal. Von wem? Vom Arzt. Ohne Bescheinigung. Ich kann Ihnen das nicht auswendig. Alle Fragen waren bis jetzt falsch beantwortet von Ihnen.
Wie heißen Sie? Weber. Mhm. Herr Weber. Herr Smoker? Ich vermute mal die Geschwindigkeit innerhalb der Stadt, ne? Mhm. Darf 10% der Höchstgeschwindigkeit nicht übersteigen. Herr Smoker, warum haben Sie das denn gelesen? Guten Abend. Das stand da auf dem Schild, ein Werbeschild. Ja gut, Sie haben gerade auch im PD geraucht, obwohl da steht nicht rauchen. Können Sie lesen, Herr Smoker? Teilweise. Teilweise. Ich könnte Ihnen das da vorlesen, da oben. Was steht da für Bürgerwerbung? Ja. Manche Buchstaben kenne ich nicht. Kann ich jetzt meinen Führerschein haben? Herr Smoker, ich kann Ihnen so nicht geben, auch wenn Sie mir ein bisschen leid tun. Wo muss ich denn hin? Warten Sie mal, ich hole meinen Kollegen. Vielleicht hat der ja ein bisschen mehr Mitleid. Warten Sie mal. Oder ja, ich gehe zum Doktor, ne? Ja. Und wenn Sie dann nicht da sind, ich weiß ja nicht, wann ich wiederkomme. Sie haben ja gesagt, Sie bezahlen mir den Führerschein. Ja, ja, das, wenn Sie die Fragen und das SC-Attest kriegen, auf jeden Fall, Herr Smoker. Ja. Da können Sie mich immer direkt ansprechen, da kriegen Sie sofort. Wie viel kostet der Führerschein? 200. Dann geben Sie mir doch schon mal die 200 und falls Sie nachher nicht da sind oder morgen oder so, dann stehe ich hier und habe gar kein Geld dafür. Mhm, da haben Sie auch wieder recht. Okay. Sehen Sie. Passen Sie auf. Hier haben Sie 2 Dollar. Die restlichen Nullen bekommen Sie dann, wenn Sie das ärztliche Attest haben. Okay. Super, Herr Smoker. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Wenn was ist, wir sind hier für Sie da, ne? Ja, tschö. Tschüss. Ist das ein Krankenhaus? Bin ich hier richtig? Was ist denn das? Ne. Oh! Oh! Was ist denn das? Was ist denn hier los? Was ist denn das hier alles? Ich war bekloppt. Alter, was ist denn das? Ein richtig Krankenhaus? Anasazi, schlaf gut. Hallo, Herr Doktor. Hallo, ich bin kein Doktor. Können Sie mir vielleicht einen Attest ausstellen? Ich bin kein Doktor, sorry. Warum hast du keine Schuhe an? Das geht Sie gar nichts an. Okay, sorry. Guten Abend. Guten Tag, sind Sie Doktor? Ich bin Rettungshelfer. Ich brauche Schriftstück. Ein Schriftstück für was? Ich brauche Schriftstück für Führerschein. Da müssen Sie sich einmal an den Kollegen am Tresen wenden. Nee, ich bin kein Trinker. Ich möchte keinen Alkohol. Dankeschön. Der Herr vorne am Tresen ist momentan die Leitstelle des Krankenhauses und hat diesen Papierkram zu erledigen. Dort erhalten Sie auf jeden Fall keinen Alkohol. Ist der zuständig für das Klopapier aufzufüllen da? Nein, dafür haben wir unsere Reinigungskräfte. Okay. Ich gehe da mal hin. Machen Sie das. Die Zap-Anzeige ist kaputt. Warum ist sie kaputt? Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Henne, danke für den Host. Hallo. Guten Tag. Ich komme wegen dem Papier. Welches Papier? Für den Führerschein. Für den Führerschein müssen Sie von uns eigentlich nichts haben. Doch, hat der Polizist gesagt. Ob ich überhaupt fahrsüchtig bin. So verstanden. Ja, habe ich auch laut genug gesagt. Na, es war gerade für den Funk. Sie benötigen ein Papier, ob Sie fahrsüchtig sind? Hat der Polizist gesagt. Und wenn ich das Papier habe, kann ich wiederkommen zur Polizei. Und okay. Dann geben die mir Führerschein. Wie ist denn Ihr Name? Von den Polizisten? Weber. Ihr Name? Schmoker.
Schmoker? Schmoker. Alles klar, ich werde mich kurz mit dem PD in Verbindung setzen und nachfragen, was die da genau von Ihnen haben möchten, ja? Der Herr Hopfner ist der da, den habe ich eben kennengelernt. Der Herr Hopfner, der ist momentan mit dem RTW unterwegs. Okay. Alter, das ist ein richtiges Krankenhaus hier. Unglaublich. Was ist denn das hier alles? Ich werde bekloppt. Alter, guck mal da, was ist denn das? Was ist denn hier los? Unglaublich. Ich will auch operiert werden. Oh, schön. Ich habe hier einen Herrn Schmoker, der behauptet, Sie, also ein Herr Weber, hätte ihn zu uns ins Krankenhaus geschickt, um ein Papier abzuholen, dass er fahrsüchtig ist. Und das ist gut möglich. Okay. Ja, ich werde mal schauen, was ich da machen lässt. Jo, tschüss. Sief, danke schön für den Host. Q, danke schön. Jetzt geht gar nichts mehr. Ach, Neustart, ne? Server-Neustart, ja, okay. Es gibt noch einen zweiten Stock, echt? Wow, Sarah. Ist Neustart, ne? Uax. So, Herr Smoker. Vielen Dank, dankeschön. Ja. Würden Sie noch einen Moment da vorne auf der Bank Platz nehmen? Ich würde gleich zu Ihnen kommen und dann werden wir einen kurzen Test durchführen. Okay. Oh ja, Entschuldigung. Okay, alles gut. Oh. Ich weiß es nicht, Tamil, kann ich nicht sagen. Mackie Flecki macht das. Dankeschön. Sammy, ne? So. Wir warten hier. Oh. Hallo, Herr Smoker. Was machen Sie denn hier? Ja, wer sind Sie denn? Espen. Ah, Frau Espen. Grüße Sie. Wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's super. Und dir? Auch. Wie alt sind Sie? 26. Okay. Bestanden. Dann sind Sie das wirklich. Ja, ich weiß auch, wie alt du bist. 46 Jahre. Ja, genau, habe ich mir gemerkt. Ja. Warum sind Sie hier? Ich arbeite hier. Im Krankenhaus. Ja, genau. Als was? Als Rettungssanitäterin. Okay. Ja. Und was machst du hier? Ich muss ein Papier haben für einen Führerschein, sonst kriege ich ihn nicht. Ach, okay. Muss hier jeder so eine Fahrtüchtigkeitserlaubnis abgeben, oder wie? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann sind wir ja jetzt Kollegen. Ach, okay. Arbeitest du auch hier? Ich bin Chirurg. Ja? Ich operiere hier. Ich bin Herzchirurg, Espen. Weil du so oft Herzen klaust, oder was? Ja. Tu ich. Hör mal, Espen. Was machst du morgen? Hast du da Lust, mit mir zu essen gehen?
Wo willst du denn essen gehen? Gibt es hier ein gutes Restaurant oder wie? Das kann so sein. Ja. Ich rufe dich an, ja. Ja, kannst du machen. Dann können wir bestimmt mal was essen gehen. Okay. Ja. Okay. Ich guck mal hier, ja. Ja, mach das. Ich wünsche dir viel Glück bei dem Attest, ne? Dankeschön. Okay, dann sehen wir uns, ne? Ja. Okay. Ich kann nicht mehr muten, ne? Was ist denn das? Ich kann nicht mehr muten. Geht nicht. Muss ich disconnecten oder was? Espen. Hallo, Schwester. Hallo. Hör mal, ich bin da. Ja? Wo muss ich mich umziehen? Sie möchten sich hier bewerben? Nee, ich komme aus der... Aus woanders. Ich bin Chirurg für Herzen. Okay, haben Sie denn Ihre Qualifikation schon unserem Chefarzt gezeigt? Hat er Sie eingestellt? Wer ist das? Herr Dr. Carlson? Nein. Mit dem sollten Sie reden. Okay, dankeschön. Bitteschön. Hallo, der Herr. Hallo. Dürfte ich Sie mal fragen, warum Sie so einen Hut aufhaben? Den bekommt Guten man Tag. Hier an der... So, Herr Smoker. Ja. Entschuldigung, ich komme gleich ja, wieder. Ja, bitte. Würden Sie einmal da vorne im Behandlungsraum 1 Platz nehmen? Ich komme sofort zu Ihnen. Okay. Alter, guck dir das an. Hier wollte ich rein. Hey, guck mal, wie krass, ne? Oder was? So, nehmen Sie einfach Platz. Ne, kann ich auch stehen bleiben? Sie können auch stehen bleiben. Ja. So, Sie brauchen ein Attest, dass Sie Auto fahren dürfen. Das habe ich so richtig verstanden. Wer sagt das? Ein Herr. Wie hieß war sein Name? Glock, glaube ich. Na so. Und das haben Sie mir vorhin auch gesagt. Okay. Ja? Gut, zunächst einmal müsste ich Ihre Pupillenreflexe testen. Meine, was? Ja? Pupillenreflexe von Ihrer Augen. Okay. Gucken, dass Ihre Augen in Ordnung sind, ja? Ich werde Sie jetzt einmal kurz mit der Taschenlampe anleuchten, dass Sie sich nicht erschrecken. So. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Also kriege ich jetzt Führerschein. Nee, so schnell geht das jetzt auch nicht, ja? So. Folgen Sie einmal bitte meinem Finger. Was wollen Sie mit dem Finger? Sie sollen meinem Finger mit Ihren Augen folgen, bitte. Ach so. Okay. Ja, ja, machen Sie. Okay. Ja. Okay, Herr Smoker. Haben Sie irgendwelche Krankheiten? Nee, habe ich nicht. Gut, nichts Vererbliches? Nee, habe ich nicht. Gut. Körperlich fit sind Sie auch? Nee, habe ich. Was? Einen Moment. Leitstelle hört.
Der Herr Dr. Hoffmann hatte einen Dispatch an der Baustelle, wurde dann dort bewusstlos gefunden und die Frau Watanabe war sie auf dem Weg dorthin gemacht, um ihm zu helfen. Watanabe? Alter, was läuft denn hier alles rum? Watanabe? Ich hab bekloppt hier, ey. Die sind ja alle irre. Viktor Philipp, grüß dich. So verstanden, ich werde es weiter aus. Oh, das ist scheiße, Troax, ne? Das ist scheiße. Was ist denn los? Schönen Feierabend. So. Sind Sie körperlich fit? Ja, bin ich. Können Sie Liegestütze machen? Was kann ich machen? Liegestütze. Liegend mich stützen? So kann man es auch formulieren. Liegestütze. Okay. Aha. Ja, Schmucker, komm. Ein, oh nein, super. Cool, guck mal. Oh, tschuk. Ja, das reicht. Ja, so. Ja. Ja, ich bin fit. Ja, sehr gut. Ja, ich würde sagen, Test bestanden. Dem Führerschein spricht nichts dagegen. Okay, Doktor. Ja? Hör mal. Ja. Pass mal auf, hast du einen Führerschein? Natürlich habe ich einen Führerschein. Okay. Wenn du mir den jetzt geben würdest, wir machen dein Bild weg und mit dem Prittstift mein Bild rein. Ist das ja, was ist mit dem Namen? Ah, guten Tag. Ah, der ist Smoker, ne? Wie geht's dem drüber? Was? Wer ist das denn? Das ist der Herr Hopfner. Ja, hör mal, pass mal auf. Ich kriege jetzt von dir Schreiben, dass ich Führerschein haben darf. Und wie schnell darf man in der Stadt fahren? Ja, das müssen Sie, muss ich Ihnen nicht beantworten. Das sollten Sie. Nee, das ist eine Frage. Ja, wie schnell dürfen Sie in der Stadt fahren? Ja, darum frage ich doch. Herr Smoker? Ja. Hä? Soll ich Ihnen helfen? Ja. Was? Ja oder nein? Ja. Okay, dann passen Sie auf. Notieren, haben Sie einen Stift und einen Zettel? Moment, Moment. Herr Hoffner? Ja? No. Draußen wartet die Frau Espen Koda und müsste noch eingestellt werden. Ja, kümmere ich mich gleich drum. Okay. Also, ja. Mindestgeschwindigkeit innerorts 30 km/h. Mindestgeschwindigkeit. Ne? Ja, ja. Außerorts 60. Ja. Auf Autobahnen 80. Ja. Höchstgeschwindigkeit innerorts 85. Hä? Schreiben Sie es auf. Höchstgeschwindigkeit innerorts 85. Ja. Außerorts 135. Hä? Ja. Auf Autobahnen unbegrenzt? Ja. Mit Fahrrädern dürfen Sie nur auf der Straße fahren? Ja. Nicht auf dem Gehweg? Ja. Und auf der Fahrbahn nur auf der rechten Seite? Okay. Das sind die wichtigsten Fragen. Wenn Sie die beantworten, haben Sie einen Schein. Ja. Okay. Gut. Ja, mache ich, ne? Dankeschön. Kein Problem. Ziehen Sie sich Schuhe an, es ist kalt draußen. Nee, ich habe Energie in den Füßen von der Erde. Ich muss jetzt mal zur Polizei. Ja, viel Spaß. Ja. habe ich eine Frage, Herr Doktor? Ja, bitte. Habt ihr hier, hör mal, hier arbeitet eine Frau Aspen? Ja. Ist die Single? Weiß ich nicht. Habt ihr auch Kondome hier? Warte, ich gebe dir mal ein Päckchen. Na. Alter, was sind denn das für Zahlen hier? Stadt mindestens 30, außen 60. Was? Autobahn 80, Stadt höchst 85, außen 135. So, da, pass auf, ja. Hier hast du einen Tausender-Pack, hier hast du so eine Tausender-Tüte. Kannst dich austoben, aber pass auf, schön drüber packen, ne? Keine Löcher reinmachen. Viel Spaß beim Dübeln. Dankeschön, Herr Doktor. Tschö. Tschüss.
Die, ich kapiere das nicht mit den Zahlen, aber meinten die jetzt ja damit? So, Herr Smoker. Ja. Ja. Bitte. Wollen Sie Ihr Schreiben noch haben? Ja, natürlich. Ja? Mhm. Gut, dann hier, bitteschön, habe ich für Sie fertig gemacht. Dankeschön. Sollte das PD noch Fragen haben, können Sie sich gerne bei mir melden. Wie heißen Sie denn? Miller, mein Name. Minimum. Miller. Miller. Ja. Okay, tschö. Tschüss. Ey, da kommt da kein Schwein mit. Klar, warte mal. Stadt mindestens 30, klar. Außen 60, was meint ihr denn? Außerhalb der Stadt 60 oder was? Autobahn 80 mindestens. Und unbegrenzt auf der Autobahn. In der Stadt höchstens 85. Und außerhalb 135. Keine Ahnung, wa? Der soll mir einen Führerschein geben. Hallo. Und einen Moment daher. Ich habe ein Telefonat. LSPD Leitstelle, Sie sprechen mit Officer Glock. Was kann ich für Sie tun? Was? Glock? Was? So, bitte, was kann ich für Sie tun? Ich komme meinen Führerschein abholen. Sie kommen Ihren Führerschein abholen? Smoker ist mein Name. Ah, der Herr Smoker, genau. Da waren Sie ja beim Krankenhaus, habe ich genau gehört. Haben Sie denn Ihre Bestätigung bekommen im Krankenhaus? Ja, kann ich Ihnen geben. Ja? Kommen Sie mal her. So, bitteschön. So, danke schön. Ja, sehr schön. Und Sie haben bei Weber, glaube ich, schon den Führerschein gemacht. Richtig, oder? Genau. Der hat auch gesagt, er bezahlt das. Gut, er bezahlt das, hat er gesagt. Okay. Ich brauche nur noch den Führerschein abholen, hat er gesagt. Okay. Einen Moment. Ja. Hoffentlich fragt er jetzt nicht nach. Hoffentlich fragt er jetzt nicht nach. Kollege, haben Sie für Herrn Smoker den Führerschein? Nee, habe ich nicht, aber der Herr Weber, die Nummer 18, genau, der hatte wohl irgendwie mit dem Herrn schon zu tun. Ja. Ich soll den nur noch abholen kommen. Ja, ja, ein kleinen Moment, Herr Smoker. Können Sie drucken? Drucken können wir, natürlich. Ja, dann geben Sie mal her, ich habe Termine. Ja, natürlich. Ich muss zur Jahresveranstaltung der Imker. So, danke schön. So. Ah, die. Moment. Ich halte mal mein Händchen auf. Ja, einen kleinen Moment. Einen kleinen Moment. Ich muss erst den Führerschein suchen. Herr Glock, warten Sie mal bitte noch kurz einen Moment. Der verpfeift mich jetzt, der Arsch. Fuck, Alter. Fuck. Oh, Mann. So, Herr Smoker, ich habe jetzt das okay bekommen. Ja, danke schön. So, bitteschön, schönen Abend noch. Ja, auch so, tschö. Tschö. Ach so, haben Sie vielleicht die $50 vom Herrn Weber, die er mir geben wollte? Die habe ich leider nicht. Können Sie mir die denn geben? Ich muss nur zu essen und zu trinken kaufen, dann können Sie sich beim Herrn Weber die ja wiederholen. Die hatte der mir versprochen. Das Einzige, was ich Ihnen geben kann, sind $46. Okay, da kriege ich ein bisschen was zu essen für.
Ich halte mal meine Händchen auf. So, bitteschön. Dankeschön, schönen Tag noch, tschö. Schönen Tag. Ja. Führerschein ohne Prüfung. Führerschein ohne Prüfung. Führerschein nicht bezahlt. $46 vom Polizisten gekriegt. Alter. Ja, läuft. Läuft. Scheiße. Habe ich jetzt einen Führerschein gemacht? Wo habe ich den denn? Dokumente. Führerschein. Ja. Ja, Smoker. Ja, super. Okay. Hallo. Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo. Ja, moin. Entschuldigung. Ich möchte mein Geld einzahlen und da Automat. Ich habe keine Karte, wo kriege ich die her? Hey Mann, ja, dann müssen wir hier reinkommen, komm mal her. Sprich mal mit dem komischen Clown hier. Hallo, mein Name ist Schmoker und ich möchte Geld haben. Naja, Geld gibt er hier glaube ich nicht. Der hat mir gesagt, ich muss hier ein Konto aufmachen. Ja, hast du unterschrieben? Nö. Was will der mit meiner Unterschrift? Ich habe, ja, der hat gesagt, ich soll hier $10 einzahlen, für das Konto zu eröffnen. Naja, wenn ich dir einen guten Rat geben darf, würde ich machen, weil dann... Ja, aber ich habe keine $10. Ja, ich auch nicht. Schein. Was mache ich denn jetzt? Weißt du, dass du keine Schuhe trägst, Mann? Ja, das ist... Oh, das Gummi. Oh, Gummi. Nee, darf ich nicht. Das ist Teppich hier. Nur auf Stein kann man die Erdwärme aufnehmen. Was? Ja. Hör mal an Toni. Kannst du mir... Frank. Ja. Hast du vielleicht $10 für mich, dass ich das machen kann? Bitte? Nee, hab ich tatsächlich nicht, Mann. Hier ist am Bankautomat. Ja. Ich hab wirklich gar nichts mehr. Ja. Okay. Aber ich sag dir, wenn du da hinten mal ganz nett mit dem sprichst, dann unterschreibt das und dann bekommst du Sozialhilfe. Ja. Was? Ja, wo? Sicher. Wo? Ja, du musst halt nur nett zu dem Mann da drin sein und dann unterschreiben und dann kriegst du Sozialhilfe. Dann habe ich Konto und kriege Geld auf Konto. Ja, klar. Ja. Okay. Dankeschön. Ja, kein Problem, Mann. Alter, kriege ich Stütze? Wow. Philipp, dankeschön für 4,60 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Der Viktor Philipp. Ja. Ich habe da jetzt $4. Sag mal, ich habe da jetzt $4 eingezahlt. Auf mein Konto. Der Smoker? Hä? Ja. Wollen Sie ein bisschen dran schnüffeln? Ach du Scheiße! Was ist das denn für. Sagen Sie mal. Mann. Was war das denn? Also eins weiß ich, ich will nie eine OP machen bei den Medics. Okay, ich geh nochmal zum Bankautomaten. Warst du doch gerade? Na, ich geh doch nochmal hin. Hör mal, hä? Bist du in irgendeiner Sekte oder sowas? Nö, ich mag so Sprudelwasser nicht. Das schmeckt mir nicht. Krieg ich immer Kopfschmerzen nach.
Nein, ich meine in irgendeinem Verein. Ich meine, ja, ich bin im Los Santos, FC Muffins bin ich. Ich spiele rechtes Mittelfeld. Spiele ich Fußball. Ne? Fußball. Ja. Okay, ich muss nochmal zum Bankautomaten, ja? Ja, ich wünsche dir was. Dankeschön. Wie war dein Name? Hugo. Hugo. Ne. Ne. Okay, bis später. Jo, hau rein, Hugo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's Ihnen? Ja, bis auf, dass ich eben schon einmal auf der offenen Straße umgefallen bin. Passen Sie mal auf. Sie möchten diesen Baum hier, da haben Sie sich gerade angelehnt, habe ich gesehen. Habt ihr mal einen Kollegen gesehen? Ja, hab ich gesehen. Wo ist denn der hin? Das kann ich Ihnen sagen. Haben Sie vielleicht $10 für mich? Na komm her. Hey Mann, ich will auch $10 haben. So geht das. So. Da, komm her. Ne. Ich komm mit. Da. Da. Da, bitteschön. Dankeschön. Ihr Kollege, der ist da vorne an der Ecke. Da, die Richtung. Okay, sehr schön. Herr Smoker, wollen Sie nochmal schnüffeln, oder? Nee, ich will nicht schnüffeln. Der ist total bekloppt, der Aufner. Was macht der da? Der ist total irre. Das ist bestimmt eine anerkannte Technik. Das darf er auch nicht öfters machen. Ach du Scheiße. Der ist total bekloppt, Alter. Die Stadt ist irre. Der ist total doof. Ja, der Aufner, der ist ein Typ. Ehrlich, ich bin umgefahren. Ganz lieber. Hallo. Guten Abend. Einen wunderschönen. Wie, okay. Was machst du hier? Ich lerne gerade für die Führerscheinprüfung. Kann ich dir helfen? Wenn du willst. Nö. Hast du schon einen Führerschein? Habe ich gerade eben bekommen. Okay. Pass auf, wie viel Geld hast du? Die $200 habe ich. Für einen Führerschein? Ja, die habe ich. Okay. Ich kenne nämlich von Polizei, Mann, ne? Dann gib mir das Geld, ich hole dir Führerschein nach hier. Nein, danke. Ich werde mir meinen so holen. Am Schluss, wer weiß, was ich von dir kriege. Sitzt du öfters hier? Hin und wieder? Hast du viel Kundschaft? Heute noch nicht. Okay. Ja, und ja, dann na, halt mal alles sauber, ne? Tschö. Sowieso, ich wünsche dir viel Erfolg. Ekelhaft. Ein Stern, der Hallo, deinen Hugo. Namen Hugo. Trägt. Hier, Michael und Steve, wir haben uns vorhin schon mal kennengelernt. Dein Schirm gestört Nacht. Oh. Jo, Hugo, du solltest aufpassen, die Cops suchen nicht. Wen? Dich. Ja, vorhin hat uns ein Cop nach dir gefragt. Ich wollte gerade sagen, die haben uns richtig ausgequetscht über dich. Ja. Wir wollten wissen, wo du lang gegangen bist. Du bist wohl ein schlimmer Finger, Hugo. Ja. Was hast du denn angestellt? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, aber umsonst suchen dich die Cops ja nicht. Ja, denke ich auch. Gibt's hier was? Ja. Nee, alles cool. Wir sammeln für einen gemeinnützigen Zweck, rettet die Bäume in Los Santos, beschert sie vor den Abgasen. Genau. Wollen sie da, bin dabei. Okay. Da bin ich dabei. Okay, macht $10, kommen sie her. Klingt gut. $10. $10? $10. Ja, aber ich weiß nicht, wollen wir so nett sein und mitspielen? Oder... Kleine jetzt muss ich erst mal schauen, ob ich so viel dabei habe. Da haben sie bestimmt, da drüben sind Automaten. Ja, ich... Ich muss dann Automaten. Kleinen Moment. Ja, ich warte hier, kein Problem. Hugo? Ja, bitte? Wie war das? $10 pro Baum? Ja. Ja? Okay, ich bin dabei, du. Die Natur ist wichtig, ne? Die Natur ist sehr wichtig. Ohne die Bäume können sie nämlich nicht leben, ne? Mhm.
Die produzieren nämlich H2O. Ja. Ja, das habe ich schon mal von gehört. Du weißt du was? Ich gebe dir 30, dann sicherst du 3 Bäume für mich, ne? Okay. Hier, bitteschön. Danke. Gerne, ne? Ja. Wie viele Bäume möchten Sie? Ich wollte gerade fragen, was bekomme ich denn eigentlich jetzt für die 10 Dollar? Ja, ein Baum mit Ihrem Namensschild drauf. Wie heißen Sie? Jones. Jones, warten Sie mal. Herr Jones, schreibe schon mal Schildchen auf. Das kommt ans Bäumchen. Jones hat die Bäume gerettet. So, okay. Das macht 24 Dollar. Interessiert mich ja auch. Bitte was? 24 Dollar. Also wir haben gerade noch von 10 geredet. Ja, aber ohne Namensschild. Und Sie möchten doch wohl Ihren Kindern nicht sagen, hey, ich hatte nicht genug Geld, um meinen Namen am Baum einmeißeln zu lassen. Also 10 Dollar mit Namensschild, ansonsten bin ich raus. Okay. Ey, Großer, komm mal mit, kriegst auch einen 10er von mir. Lassen Sie mich in Ruhe. Oh. Dann gib mal her. So, okay. So, Moment. Kann ich mir den Baum jetzt aussuchen, oder? Könnte schon mal gucken gehen. Jo, Mann, Michael, was geht, Mann? Hey, okay, mein Arsch juckt, ey. Junge, Mann. Warum, ich nehm den, der da so grün machen? Leuchtet. Mhm. Ja, ich bin am Telefon. Ich komme gleich wieder. Tschö. Tschö. Ich muss mich an die Tastenbelegung erstmal gewöhnen, wa?